auch in einem Stall groß geworden. In Bethlehem? Na, das war der andere. Wir hatten eine Ziege im Stall. Und wie das halt im Leben so ist, ne, mit der Zeit wird man seinen Haustieren immer ähnlicher. Das führte dazu, dass die Ziege eingeschult wurde und ich kam in den Stall. Jetzt hat die Ziege das Abitur und ich kann 15 Sorten an krassem Geschmack erkennen. Nur hör mir auf, ich bin sehr bekannt in Holland.